nicht passen. Vielleicht so? Nein. Schade. Da hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass es klappen sollte. Aha. Na, jetzt wird's ja langsam was. Willkommen, New York. Nur das hier. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Oh nein, nein. Rufus, böser Rufus. Kann ja nur so passen. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Ei. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit! Oh nein. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer, aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Na toll. Allerdings auch nicht besser als vorher. Ein Sicherungskasten. Da ist auch eine Taschenlampe bei. Nehmen wir mal mit. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Ja genau, das ist mega cool. Na dann, versuchen wir es mal. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Na geht doch. Ja, kein Klitus zu sehen. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Was kommt denn jetzt? Oha. Der Orgasmus. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ja, genau. Gehen wir einfach mal runter. Schauen uns das mal an. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Ich glaube eher, der Schlappschwanz ist ihr Chef. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider in ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes.
Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Oh, so ein Mistkerl. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Na sowas. Komisch, woher weiß er das Passwort? Aber na gut. Wir gehen hinterher. Na gut, jetzt ist Cletus ja da. Haben wir hier sonst noch irgendwas Nettes? Ein Schnörkel. Können wir den vielleicht mitnehmen? Ja, natürlich können wir. Da ist noch ein Hebel. Cletus kann ruhig jetzt etwas warten. Langmast? Puh. Okay, den kann er nicht nehmen. Ich war noch nie so nah dran. Da ist Cletus, da ist die Tasche, aber ich denke mal, wir werden Cletus endlich mal Auge in Auge gegenübertreten. Ja, komm. Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Tja. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, Utroglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte.
Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Naja... Also da schließlich aufgewachsen und so, da kann man nicht so direkt. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Schade. Aber es funkelt. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen... Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Ja, harter Tobak. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll... Das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut, ich bin so... Oh. Ja, das werden wir natürlich nicht zulassen. Wir sind doch die Juten. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Du bist auch ein Schlappschwanz. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt, hier gibt es nur Müll. Ich habe etwas Besseres verdient. Ach, hier leben nur Idioten. Tor. Ach, er ist auch weiterhin der Egoist, also... Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Oh. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Boah. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Oh. Mein was? Er hat gar keins. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll.
Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Ja. Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Okay. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Ach, ihr zwei. Euch könnte man in den Zirkus stecken. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Oh Mann. Na guck, was ist in der Tasche? Finger weg. Verdammt. Ach Mann. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Ja, leider. Mal schauen, was haben wir sonst noch so? Also hier oben scheinen wir nichts mehr zu haben. Na gut, dann gehen wir runter. Ach, das ist ja immer noch Argus. Was haben wir hier noch? Kieselsteine. Dann nehmen wir doch gleich mit. Der Sicherungsschalter. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Na ja, dann nicht. Mal schauen. Irgendwie müssen wir den Kerl jetzt loswerden. Mobster geklautes, gekautes Klock. Ja. Okay, versuchen wir mal den Schnörkel mit dem Kaugummi. Tödliche Schusswaffe. Check. Schön. Nisswille. Mit einem Kieselstein wird es wirklich tödlich. Munition. Check. Ja. Und nun. Ade. Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Oh Mann. Ach, den Lampenschirm, den können wir auch bestimmt mitnehmen. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Okay. Vielleicht mit der Taschenlampe. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden... Okay. Ich spare mir meine Telekin... Okay. Vielleicht mit der Mopstange. Die Stange ist lang genug, aber ich brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Alles klar. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles. Hey, wo ist mein Eimer? Unter dem Schnörkel, genau. Jetzt hat man einen Haken. Ja, damit. Ja, fällt doch nicht auf.
Mal gucken, wir haben ja noch die Flagge und jetzt den Lampenschirm. Und? Aha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Doch wenn es weiter nichts ist, wir haben doch einen Mob und einen Öltank. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Improvisiertes Kletes-Kostüm. Na dann, sehen wir uns mal im Dunkeln um. Genial! Und auf geht's! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Na dann, versuchen wir es mal. Hallo, Argus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Kletes. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ach, Mann. Immer diese misstrauischen Beamten. Na ja, dann nochmal hoch. Wir brauchen ja die Datasette. Hey, Kletes, hast du uns vermisst? Na, red doch mal mit ihm. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein! Na toll. Ja, ich brauche die Datasette. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Oh, und die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Goal ist bewusstlos. Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Nee, wir machen das mal. Goal ist bewusstlos. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast super. Du die Datasette. Aber wenn sie wach ist... Bringst du sie unverzüglich hierher? Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Genau. Mann, Mann. So viel Liebe hält man doch gar nicht aus. Mal schauen, kann das vielleicht jetzt schon anziehen? Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz Dunkelheit. Okay, okay. Schade. Hätte ich zu gern mal gesehen, wie das aussieht. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ja. Ach.